Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Weiter geht's mit unserem Let's Change. Ihr seht, das letzte Mal Fabian Manni dran. Diesmal ich. Schobe setzt diese Runde mal aus. Ja, wir haben irgendwie jede Runde einen, der aussetzt, ja. Er hat das Lagerminium ausgebaut. Leute, was wollt ihr einlagern? Uns reicht doch die erste Kiste. Ihr seid ja total wahnsinnig. Ich finde allerdings, mein Turm wurde viel zu wenig kennengelernt. Oh, toller Weg hier. Mit Treppen sogar. Oh ja, da habe ich gleich mal eine spontane Idee. Oh, drei Öfen mittlerweile. Clearstone. Alle mit dem Clearstone haben. Ich bin da immer ein bisschen rustikaler. So. Und zwar können wir auch mal ein paar Stufen zu unserem Turm hochlegen. Ja, ich fand, dass der irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist in den letzten Folgen. Der wurde geschickt ignoriert. Also von allen, bis auf Fasarola ist er erst runtergefallen. Aber, ja. Also erstens holen wir uns jetzt mal ein bisschen Holz, dass wir dann Leiter für unseren Turm machen können. Ja. Wie ihr sichtlich schon wahrnehmt und hört, ist, dass ich ein neues Mikrofon habe. Natürlich etwas klarer klinge und hoffentlich auch nicht mehr so viel an der Lautstärke rumspielen muss, so dass sich das auch ein bisschen, ja, natürlicher anhört von mir und ein bisschen rauschfreier und ein bisschen toller und ein bisschen gibt mir mehr Abos, nein. Nee, es sollte doch einiges an Verbesserung mitbringen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ich nicht, nein, 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 weil der alte Roboter Stimmigari wieder, dann müsst ihr mir das schreiben. Ich habe bloß das andere Mikrofon hier rumliegen. So ist ja auch nicht. Ja, dann, ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen über EA und SimCity geschimpft. Aber mittlerweile funktioniert das ganz toll. Viele Leute spielen das auch. Und zudem hat sich EA, wie ich finde, sehr toll bei seinen Käufern entschuldigt. Publisher machen ja oftmals so eine Aktion, ja, du kannst das und das kostenlos, weil der Start nicht, wohl eher selten, kriegt irgendwie Boni, weil der Start nicht so toll war oder so. Ja, und EA war es wohl doch so peinlich und es ging wohl doch so in die Hose, dass sie gesagt haben, ey, pass auf, wir schenken euch Spieler. Ja, also es kam direkt von der Direktorin von EA, glaube ich, so, ja, wir machen da was und ihr kriegt da was umsonst. So, jetzt denkt man natürlich, ja, werden diese üblichen 0815 Spiele sein, wo eigentlich keine Sau interessiert. Nein, EA hat sich da wirklich Mühe gegeben und zwar standen zur Auswahl Dead Space 3, Mass Effect 3, Battlefield 3, also wirklich erstklassige Spiele, Bejeweled und Plants vs. Zombies zählt zwar jetzt nicht zu erstklassigen Spielen, aber doch sehr beliebte Spiele. Oh, so wie das alte SimCity. Also wenn man gerade die Schnauze voll hat vom neuen SimCity, kann man sich wieder das alte holen. Finde ich auch ganz lustig, die Idee. Ja, ist auf jeden Fall ultra cool. Also ich habe so irgendwie 70 Euro für SimCity ausgegeben und habe mir jetzt Dead Space geholt, was so zwischen 30 und 40 Euro, oh, sorry, liegt. Ja, und hab damit, also ich wollte mir Dead Space eh schon holen, ja, und hab damit jetzt so ein ganz nettes Benefit bekommen, ja, also ich finde es jetzt wirklich so, also das ist mal eine ordentliche Entschuldigung, ja, davon könnte sich so manch Publisher eine Scheibe abschlagen. Achso, ich weiß, was ich noch machen wollte hier, hehehe. Und zwar wollten wir hier, mein armer kleiner Kaktus. Das ist, ich glaube, so ziemlich das Einzige, was an der Hütte von mir ist. Und den muss ich ein bisschen freilegen. So ein bisschen Ego-Tour schieben hier. So, die Mine von Moria. Ja. Ich habe ja beim letzten Mal ein bisschen Fasarolas getrollt, indem ich ihn da oben auf dem Turm eingesperrt habe. Es tut mir nochmal leid an der Stelle. Er hätte ja einfach, also Fasarola hätte ja außen einfach dran runterspringen können. Er hat aber irgendwie einen anderen kreativen Weg gefunden, da runterzukommen.
Und ja, er hat daraufhin gleich den nächsten gerollt. Das war Multivariant, soweit ich es weiß, und in den Höhlen von Moria eingesperrt. Multivariant war erst einmal dabei und war dementsprechend auch sehr überrascht, was denn jetzt hier los sei. Ich fand's lustig. So ein bisschen Getrolle gehört halt einfach dazu. Ja, wir sollten es jetzt nicht übertreiben, nicht, dass ich dann gerne doch irgendwie sich eine beleidigt fühlt oder so. Möchte ich jetzt auch nicht. So, da wir jetzt hier so viele Sticks haben, machen wir halt mal ein paar Leiter mehr. Aber nicht mit Pfeilen. So. So, und dann bauen wir hier in der Mitte vom Turm. Was schön am Turm ist, wir können halt auch nachts weiterbauen, weil Monster kommen hier eh nicht hoch. Obwohl jetzt schon, das Leitern können sie ja hochklettern, soweit ich so weiß. Hier, diese Löcher hat hier Fasserolas in den Turm einfach geschlagen. Muss ich mal kurz ausbessern gehen, alles hier. Dann haben wir immer keine dabei. Deswegen sollten wir vielleicht doch schnell ins Bett gehen. So, oder wir können eigentlich können wir hier so einen Raum drin lassen. Aber wenn, dann machen wir das von der anderen Seite. Mit Leiter hochgehen. Mal, wenn wir es eh schon ausgeleuchtet haben. So. Oh, wieso nicht? Ist doch ganz schnuckelig. Jetzt müssen wir uns bloß noch, Schere haben wir jetzt natürlich nicht da. Müssen wir uns jetzt nur noch hier oben ein Bett reinbauen. Dann wird es ganz bequem. So, bauen wir nämlich so den Turm zu unserem eigenen Domizil aus. Also Lager bauen bin ich jetzt nicht so der Typ für. So, ist es wieder hell. Haben wir denn noch sowas wie eine Schere? Wurde zumindest mal gebaut. Ja, da haben wir eine Schere. Ah, kann auch mal wieder ein bisschen was essen hier. Nom, 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 nom. Ja, des Weiteren hat mein neues Spiel gestartet, Ys Origins. Das ist so ein Action-Role-Playing-Game, heißt es so toll auf der Webseite. Es ist ja im Sinne von Final Fantasy, Secret of Mana, von diesen alten Anime-Role-Playing-Games. So kann man es, denke ich, am besten vergleichen. Es macht ultra viel Spaß. Es hat ultra geile, epische Cutscenes. Creeper! Und, was zum Teufel? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, epische Musik. Es macht mir ultra viel Spaß, das zu spielen. Und ich hoffe auch euch beim Anschauen. Und, ja. Nothing more to say. Schaut einfach mal rein. Ich würde es, denke ich, auch wieder verlinken am Schluss. Ja, wieso nicht, ne? Und ja, wenn ihr es hier anguckt und euch auch SimCity gekauft habt und jetzt dieses Gratis-Spiel kommt, könnt ihr ja mal posten unten, ob ihr sagt, ja, das ist toll und so manch und ihr würdet es euch von mehreren wünschen oder sagt ihr so, nee, ist jetzt nicht so meins, ich hab alle Spiele schon oder ja, schreibt mir einfach so ein bisschen eure Meinung dazu. Wie gesagt, ich find's ganz, also ich find's total knorke von EA. Ja. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier wieder weiter auf Minecraft und dass der Turm in die Höhe wächst. So, jetzt haben wir hier unser kleines Nachtlager. So. So, und ich mache jetzt, glaube ich, die letzten. Mache ich jetzt, glaube ich, aus. Sch hier. Birkenholz mag eh keiner von den anderen. Mein Turm so zum Ausgestoßenen, weil er aus Birkenholz ist.
Ich weiß gar nicht, wer was gegen Birkenholz hatte. Birkenholz ist toll. So, zack. Wir sollten aber vielleicht doch noch ein paar Fackeln holen, irgendwie so zum Ausleuchten. So. Das ist unser Aussichtsturm, hat doch was. Ja, mich juckt es auch schon mit den Fingern irgendwie so ein bisschen erkunden zu gehen. Ich habe bloß Angst, dass ich mich irgendwo in der Wildnis verlaufe. So. Ah, mal kurz gucken. Ah, 10 Minuten nehmen wir jetzt auf, okay. Da geht noch ein bisschen was. Das kann man noch ein bisschen machen. Rätsel raten hier. So, wir sind hier oben auf dem Berg. Wir haben da drüben den Berg. Ganz viele Schafen. Wir haben da den Urwald. Ich gehe jetzt, denke ich, erstmal in den Urwald. Nur ein bisschen Tropenholz holen. Ich glaube, das letzte Tropenholz ist alles für Stickies und so ein Mist draufgegangen. Ganz toll. Und, ah, wir haben eine Schere dabei. Da könnten wir uns eigentlich so ein paar Lianen abschneiden. Das sollte, glaube ich, gehen. Da kann man noch unseren Turm noch so ein bisschen mysteriöser machen. So, mal gucken, ob das geht. Aber ich glaube schon. Ja, geht. Perfekt. No, 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 no. So, ein paar Koka-Dinger hier. Kann man uns Kekse machen? Kekse! Oh, unsere Axt hat aber schon sehr gelitten. Sehr gelitten, das ist nicht schön. Ja, was treiben wir jetzt hier eigentlich? Wow, was sind das da schon wieder? Irgendwie cool aus. Wollen wir uns genauer angucken. Ja, irgendwie die Berge hier sind schon ziemlich cool. Das muss man schon sagen. So. Oh, ganz toll. Jetzt bin ich in einem Wald ohne Axt. Das finde ich auch mal ganz toll. Ganz tolles Brot. Ja, stellen wir einfach wieder Elke und die Pampa einfach hier so ein Ding hin. Cobblestone. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir gerade so unproduktiv vor. So, hier, den fäll ich jetzt. Punkt. Tropenholz ist nämlich cool. Eigentlich ist nur Fichte noch cool, aber ich habe noch nicht so wirklich ein Eisgebiet gesehen. Das ist so ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, in mir steckt immer so ein kleiner Forscher. Ich will immer mehr sehen bei Minecraft. Immer mehr abgefahrene Strukturen, höhere Berge, tiefere Täler. Ja, ich bin da so ein. Mir steckt da so ein kleiner Forscher, so ein kleiner Magellan. Weil es gibt einfach so super geniale Ortschaften, oh, und Höhlen. Toll. Da wollten wir noch jetzt gar nicht rein hier. Nur ein bisschen umgucken. Was natürlich cool wäre, wenn wir irgendwie so einen Tempel noch hier drin im Urwald finden würden. Aber die sind, glaube ich, relativ selten. Ich habe bis jetzt bloß zwei Stück, glaube ich, gesehen auf meinem eigenen Server, der leider nicht mehr existiert. Ja, das ist das Problem bei Prepaid-Servern. Wenn man mal vergisst zu bezahlen, wird man leider auch relativ rigoros gelöscht. Und leider ist mir das auch passiert. Und dementsprechend sauer sind auch meine Mit-Server-Nutzdinger, obwohl sie auch nichts gesagt haben, dass der Server down ist seit einem Monat. Aber, na gut, sie sind nicht wirklich sauer, aber wir trauern alle noch so ein bisschen um unsere Welt.
Und ja, mal gucken. Vielleicht machen wir demnächst mal wieder was Neues. Dann gibt's mal vielleicht auch wieder was zum Let's Schauen. Ja, auch der Adventskranz ist weg. Unser schönes Weihnachtsspecial. Was war denn das? Blümchen. Okay. Wieso liegen hier Blümchen rum? Und ich tue mich schon wieder voll verlabern hier in die Wildnis rumlaufen. Dabei habe ich wahrscheinlich überhaupt keine Zeit mehr, oder? Gucken wir mal auf die Uhr. Ja, die Uhr sagt noch schon 15 vorbei. Verdammt. Ja, nur noch hier schnell ums Eck gucken. Okay, Wasser, Schafe, komische Katzen, wieder weg. So. Dann setzen wir uns in unseren tollen Turm jetzt noch so richtig schön zur Geltung, indem wir nochmal auf den Mount Everest klettern. Und dann sagen wir auch schon wieder Tschüss für heute. Mein Gott, die Zeit geht rum, die Zeit geht rum. Du nutzt Saft, wird übrigens auch weitergehen. Oh mein Gott, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Da kamen ganz viele Updates raus und deswegen habe ich mich entschlossen. Neue Welt, neues Glück. Und ja, wir werden uns wieder in den epischen Kampf ums Überleben stürzen, um nicht zu verhungern, mit Schweinemenschen, Bison, Ratten, keine Ahnung, wie die Viecher heißen, aber sie schauen komisch aus. Mit Hundemonstern, die uns ans Leder wollen. Ja, mit all dem und meinem panischen Geschrei sehen wir uns wieder bei Do Not Starve. Ja, das wird auf jeden Fall wieder sehr lustig. Ja, ich freue mich dann schon, wie es geht. Can you hear this? I'm hungry. Ja. Siehst du, ja, wenn wir gerade beim Thema sind. Wie passend. Du nutzt darf in Minecraft. Tja, hat ein bisschen was von Hunger Games. So, zack, 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 zack. Immer höher, immer weiter. So, da ist Lava. Wieso ist da Lava? Mr. Lava Lava. Oh mein Gott. So, der Turm ist irgendwie ziemlich unauffällig. Zu meinem Grafikpack. Also dem nicht vorhandenen Grafikpack von mir. Ha. Toll, jetzt wird es auch noch dunkel. So. Haben wir noch ein Schild? Schild, 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 Schild? Nein. Schild ist aus. Verdammt. Dann müssen wir das noch kurz machen. So soll derjenige auch wissen, wo es ja wieder in die Heimat geht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ah, so geht ein Trap-Tor. Interessant. Ah. Irgendwann letztens habe ich das gesucht gehabt. So. Und dann jetzt. Heimat. Gary. Folge 15. Ich sollte ihn von außen beleuchten, mein Turm, dann sieht man ihn auch besser. So. Dass sie endlich mal alle checken, was denn der Mount Whatever ist. Hahaha. Weil da hinten dürfte, glaube ich, dann noch unser Schild stehen. Mit Mount Everest Erstbesteiger, ja, Gary. Wenn ich mich nicht irre. Genau, da hinten steht's.
Von hier schaut auch mein Thomas-Schulte besser aus. Bleib ich vielleicht doch denn doch hier stehen? Ah, nee. Wollen wir schon sagen, wir tun das nächste Mal hier jemanden aussetzen, dann machen wir es auch. Aber es hier, aber der Dschungel geht anscheinend um das ganze Bergdings hier rum. Das da unten, das schwebende Teil, habe ich auch das letzte Mal gar nicht gesehen. Da gehe ich hier voll ab wie mit Katze hier. Nee, wie bei Avatar. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Gary. Ciao.